Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Im Laufe der UFC-Geschichte haben wir einige großartige Rivalitäten in verschiedenen Divisionen gesehen, aber in der modernen Ära der UFC gibt es nur sehr, sehr wenige Rivalitäten und Streitigkeiten, die so unterhaltsam waren, wie der zwischen Kamaru Usman und Colby Covington. Die beiden haben bisher zweimal gegeneinander gekämpft, bei UFC 245 und UFC 268, wobei Usman beide Male als Sieger hervorging. Viele Fans hatten erwartet, dass ihre Begegnung eher, ja, ringerlastig sein würde, doch es war genau das Gegenteil. Die beiden lieferten sich unglaubliche Schlagabtäusche, die noch viele Jahre lang Bestand haben werden und als heftige Fights in die Geschichte eingehen werden. Covington überlegt noch, was er als nächstes tun wird, nachdem er die Herausforderung von Jorge Masvidal im März ganz, ganz easy abgewehrt hat, den Kampf stark gewonnen hat und ihn komplett dominiert hat. Aber Kamaru Usman ist der Meinung, dass diejenigen, die auf einen Kampf um den Gürtel mit Kamaru Usman selbst drängen, also Khamzat Chimaev, der immer wieder Usman markiert in neuen Posts und immer wieder diverse Ansagen an ihn tätigt, erstmal ganz klar und deutlich an Colby Covington vorbeikommen müssen. Das hat er jetzt hier ganz klar zu Khamzat eine Message geschickt: Hey, du forderst mich immer wieder heraus, aber das ist der Mann, an dem du erstmal vorbei musst, um diesen Kampf gegen mich zu bekommen. Es ist relativ eng, sagt er. Es gibt eine Menge Typen in dieser Division. Belal Muhammad ist da, Khamzat Chimaev ist da, Covington ist auch immer noch da. Und dieser, genau dieser Mann Covington, hält die Tür, bevor es zum Titel geht, fest zu. Für alle Contender, die in naher Zukunft darauf warten, gegen mich zu kämpfen. Covington steht genau vor dieser Tür. Wenn jemand durchkommen will und gegen mich fighten will, muss er durch ihn erstmal hindurchgehen und muss zeigen, dass er ihn schlagen kann. Er hat bewiesen, dass er in der Division jeden anderen schlagen kann, aber mich wird er einfach nicht besiegen können. Mich kann er einfach nicht schlagen. So, das ist ganz klar. Es war natürlich knapp, aber mich kann er nicht schlagen, sagt Kamaru Usman hier ganz klar und deutlich. Ja, wenn du also beweisen willst, dass du um den Titel kämpfen kannst, muss er an Colby Covington vorbei. Aber letzten Endes werde ich mich so lange durch diese Typen hier durchkämpfen in der Weltergewichtsdivision, bis mir langweilig ist. Wer auch immer der Nächste ist, ist der Nächste. Leon Edwards ist ganz klar der Nächste in der Reihe und ich hätte auf jeden Fall kein Problem damit, ihm den nächsten Kampf zu geben. Der Kampf ist ja für August jetzt ungefähr angesehen, aber gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Und da sagt er, Leon Edwards ist unnormal stark. Er ist ein Top-Fighter und alle Leute wissen das. Insofern werde ich ihn sehr, sehr ernst nehmen und werde natürlich mein Bestes geben, diesen Kampf zu gewinnen. Und danach wird dann, wenn ich mich gut fühle, auch direkt der nächste Kampf folgen. Wer das dann ist, werden wir sehen. Aber Khamzat Chimaev und die anderen müssen erstmal an Covington vorbei. Das ist das Klare, was hier passieren muss in der Division. Ansonsten wird nichts funktionieren. Und ja, da werden wir natürlich sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Covington ist, wie gesagt, beschäftigt mit dem Gerichtsprozess mit Masvidal. Wenn Khamzat aktiv bleiben will, muss er beispielsweise gegen den Belal Muhammad oder gegen andere Leute kämpfen, die auch noch da oben sind. Ja, schreibt mir auch immer dazu in die Kommentare, Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das wär's mit dem Video hier. Bis zum nächsten Mal bei No Time MMA.